Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Sage. Letzten Mal waren wir in der Starry Cave. Nun wollte ich mir noch das Observatorium ansehen. Mal schauen, ob das jetzt überhaupt offen ist. Aber nope. Kommen wir momentan nicht rein. Hatte ich mir schon halb gedacht, aber Versuch war es trotzdem wert. Schauen, was wir mit den neuen Pokémon aus sich hat. Ah, es erhält KP zurück, nachdem es ein nicht anderes benutzt hat. Finde ich aber mein Team momentan ganz gut. Daher bleibt es jetzt auch so. Ein Wort könnte es sein, wirklich faszinierend. Ich hatte meine Zweifel, aber du hast ihn wirklich gefunden. Ich hoffe doch, dass die ETM, die ich dir gegeben habe, nützlich war. Ich bin mir sicher, dass sie auch während des weiteren Abenteuers noch nützlich sein wird. Und danke für deinen Dienst, junger Mann. Dieses Exemplar ist absolut notwendig für meine Forschung. Ich wünsche dir noch eine schöne Reise. Du hast Otto im Zorn den Kristall gegeben. Gut. Ah, und der ist natürlich jetzt entfernt, wenn wir weitergehen sollen. Es ist gut, dass sie noch angesprochen hatte.
City ist ja auch direkt in der nächsten Route und dort kriegen wir dann den nächsten Orden. Aber die Karte sagt mir, dass hier die nächste Route ist. Hey Kid, pass etwas besser auf, wo du trittst, das hier ist mein Gebiet. Das hat gestorben. Ich bin auch ein bisschen gespannt darauf, wozu Wilfried dann wird. Als Bösewicht bezeichnet. Poker-Kid.
dann später mit Zerschneider weiter. Also, das ist einfach mal eine Abkürzung. Muss jetzt fürs da lang gehen. Hier sollte dann der Hauptpfad sein. Pokémon hier auch Urlaub besitzen. Jetzt kommen unerwartet. Gebe ich hier mal einen anderen Angriff zum Kopieren. Thank you.
Wundschaden machst. So finde ich was zu heilen. Schon cool, das hat gelernt. Das war jetzt auch ganz knapp. Ist ja auch einige Bäume gefällt. Das war das Pokémon, das der Gegner, der Pokémon benutzt hat. Das ist jetzt, das ist in der Lage, es zu benutzen. Dieser Raub passt ja zum Charakter.
Gerade jetzt mit den Blindfilzern richtig auf. Heilen und dann auf den Doppelkampf. Mann, ich hoffe, dass ich gewinne. Ich möchte so sehr nicht enttäuschen. Komm mal, Johnny, wir können das. Wir müssen nur zusammenhalten. Passen auch zusammen. Philipp hat ja einen Witz ausgehalten.
Den Angriff kenne ich nicht, muss können. Es sollte auch nur ein neuer Angriff sein. Ja, ein spezieller Angriff, der zuerst trifft. Dafür kann ja Konfusion weg. Es gibt da so viele neue Prioritätsangriffe für andere Typen. Kann ich glauben, dass sie wollen, dass wir alle diese Bäume abpacken. Okay, wer sind denn die? Dafür vielleicht ein Helping Hand. Hier sind jetzt momentan nicht genug Doppelkämpfer, als dass ich so lange drauf lohnen würde. Also auch noch um die Rassen zu jetzt wieder Copycat macht, kann er dann nur von da entsetzen. Drei Stufen erhöht ist schon einiges. Vielfach resistent. Oh, deshalb habe ich den Angriff auch eingesetzt. Thank you.
schnell das Pokémon ist. So, wer hat es denn noch gut, um mich zu besiegen? Sonic Boom macht ja einfach nur extrem Schaden. Habe ich nur eine Chance? Rivalen. Die Stadt erweitert werden wurde. Wir werden wieder Schluss machen, denn im nächsten Part schauen wir uns dann die Stadt an. Ich würde sagen, das ist eine gute Idee. Macht's gut und wir sehen uns.